Herzlich willkommen, Tag 3, Republika 2013. Ja, es geht langsam aber sicher dem Ende zu. Einen Tag haben wir noch und wie gewohnt werfen wir früh am Morgen, kurz nach 9:30, einen kleinen Blick ins Tagesprogramm, wieder mit Johnny Häusler. Herzlich willkommen, Johnny. Guten Morgen. So, dein Telefon ist ins Klo gefallen, deswegen habe ich hier mal eine Papierversion. Das ist der beherzte Griff ins Klo, geht niemals so schnell, als wenn da ein Telefon drin liegt. Aber es verreckt im Klo, ja? Schau mal, ja. Also erst dachte ich, es ist nur der Bildschirm, aber der ging dann irgendwann wieder. Aber es ist sehr spannend, weil da so kleine Unix-Kommandozeilen mit wichtigen Informationen kommen und dann stirbt der Bildschirm so ganz dramatisch. Also er wird so ganz langsam, kriselt der so. Du hast es sterben sehen, oder ja, was? Ja, also ich kann es alle 10 Minuten verrecken sterben sehen. Okay. Ja, gut, sieht man mal wieder. Gucken wir mal. Also vielleicht kriegen wir es ja noch getrocknet. Aber sag mal, ich finde ja hier so ein Papier manchmal ganz schön, um so einen Überblick zu gewinnen. Dritter, letzter Tag. Cory Doctorow ist da. Cory Doctorow ist da. Wir haben das große Feld des Relearn. Ja, das ist, heute habe ich auch gesehen, ist voll davon. Ja, ne? Es ist voll davon und es geht gleich los mit dem Schleicher, Mr. Pisa, der uns Pisa gebracht, eingebrockt, wie auch immer man sagen möchte, von der OECD, hat einen endlosen Titel, der Mann. Allein den vorzulesen dauert eine halbe Stunde. Und der kümmert sich im Moment, setzt sich sehr dafür ein, dass Bildungsreform in Sachen E-Skills stattfindet. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Er jetzt macht erst einen kurzen Vortrag oder 20 Minuten oder so und dann gibt es noch eine offene Diskussionsrunde mit anderen auch Schülervertretern, Schulleitern, so. Ja. Schülervertretern. Das wird hoffentlich sehr spannend und dann zieht sich das über den ganzen Tag. MOOCs sind ja auch so ein großes Thema. Ja. Also Massive Online, Open Online, also es geht um Lernen im Netz, hauptsächlich durch Kurse, die eigentlich stattfinden und die offen sind für alle. Also es gibt ja inzwischen Leute, die am MIT studieren, ohne da jemals gewesen zu sein. Ob, also Coursera und Udacity und wie genau. Sie alle heißen. Da gibt es auch so einen deutschen Informatikprofessor, Jörg Lovens, den habe ich nachher auch eingeladen. Der sagt auch ein bisschen was dazu. Ja, der macht auch so Kurse bei YouTube und so. Okay. Genau, aber das zieht sich hier in vielen Facetten durchs Bild. Da gibt es Jöran... Muss Mehrholz rantet so ein bisschen ab, warum das alles gescheitert ist bei uns mit der Bildung und den digitalen Medien und so. Da werden wir nachher auch mal reinhören. Aber das ist hier so ein bisschen heute der rote Faden. Ne? So genau, Bildung, dann gibt es natürlich noch ein paar, also gegen Ende wird es natürlich immer mehr zum Entertainment hin. Abends große Abschlussveranstaltungen und Party und so, aber dazwischen noch viele Sachen, auf die ich mich sehr freue. Felix Schwenzel erklärt uns 10 Wege, wie man die Welt retten kann. Ist einfach der Titel schon so, dass man dabei sein muss? Ist das Bühne 1 oder 2? 2 ist es. 2. Ne? Also nicht im Livestream, aber dann später anschaubar. Und das geht ja sehr schnell inzwischen. Also die Videos sind ja echt so schnell online. Das funktioniert dieses Jahr echt toll. Ganz froh drüber. Und dann, was auch spannend ist, ist zum Beispiel Frauen in der Gamer-Szene. Finde ich auch super spannend. Die halt auch sagen, das braucht seinen eigenen Aufschrei eigentlich. Auch da ja wahnsinnig stereotype Bilder, die da vermittelt werden. Und habe ich nicht viel Ahnung von, wie die Szene da aussieht und wie das alles sieht. Bin ich gespannt drauf. Genau, Herr Dick, glaube ich, sagt später noch was im Vergleich zu die koreanische Gamer-Szene. Nicht nur mit der deutschen, aber nimmt so die, das fand ich so ganz interessant, den wollte ich mir auch mal hier einladen, guckt so inwieweit die koreanische Gamer-Szene Vorbild sein könnte für deutsche Bildungssysteme. Sowas, ne? Das ist ja total irre. Die übertragen ja da E-Sports live. Also da ist abends statt Wer wird Millionär, läuft da irgendwie ein Online-Game-Battle über Stunden, was moderiert wird und so. Es ist wirklich crazy. Ich habe das mal live gesehen und man steht wirklich vor einer komplett anderen Welt. Wahnsinnig spannend. Gibt es in Deutschland ja auch. Also wahnsinnig mit Zehntausenden von Live-Zuschauern, wie dieses YouTube-Paralleluniversum, auch das so ein bisschen unter der Decke, findet auch in Deutschland riesen Gaming-Übertragungen mit Shoutcasts und allen Pipapo mit Zehntausenden von Zuschauern statt. Ja. Kriegt keine Sau mit. Und da sitzen wir dann so, hey, 120 Zuschauer, ja, geil. Und die versammeln Zehntausende und machen auch irre Infrastruktur, bewegen die da. Also wenn da 10.000 Streams in HD übers Netz gehen, ja, also da ist technisch musst du doch schon ein bisschen was. So viel dann zum Thema Drosselung übrigens. Ja, genau. Ja, so viel zum Thema Drosselung. Na, lustig, gestern übrigens, ganz spannend, hat Adobe angekündigt, dass es keine Offline-Version ihrer Software mehr nur geben noch wird. Cloud, also kein Photoshop, Illustrator, der ganze Kram, den die Profis brauchen.
Premiere, Videoschnittsoftware, wird es nur noch in der Cloud geben, in der Wolke. Das heißt, man muss dann auch offenbar, nicht nur um das Zeug runterzuladen und auf dem Rechner zu haben, sondern man arbeitet online. Das heißt, man muss online sein, um diese Tools benutzen zu können. Dann sind wir wieder beim Thema, wenn dann die Telekom sagt, das betrifft ja nur so ein paar Nerds, die viel online sein müssen. Es wird immer mehr dahin gehen und da brauchen wir natürlich den freien Zugang zu. Okay, was haben wir noch? Das nicht bedeutet kostenlos. Nein, das, ich zahle dafür gerne. Also das ist nicht mein Problem. Ich auch total gerne. Ich bezahle sowieso total gerne für alles. Dann kommt Anne Wizorek. Meine reine noch. Freude. Wie bitte? Anne Wizorek ist nach ja. gegen Ende. Aufschrei. Ist das verklungen, der Aufschrei? Nee, ich finde nicht. Also ich sehe immer noch auch Blog-Einträge, die viel diskutiert werden. Interessanterweise gerade gestern mit zwei guten Freunden rumgestanden und das nochmal diskutiert. Allein, dass du auch unter Männern mal das Gespräch führst, irgendwie, wer benimmt sich eigentlich wie ein Arschloch und wer ist okay? Also es gibt ja dieses, unter Typen redet man dann irgendwie ab und zu mal darum, so, oh, wenn der getrunken hat, dann wird der echt unerträglich und so. Das kennen wir, glaube ich, alle. So nach zwei, drei Bier werden ja manche Leute offener und ehrlicher, als sie eigentlich sind. Und ich finde, dass man dann oft merkt, ob jemand wirklich okay ist und ein netter Kerl, mit dem man der Sauftest, so. Der Sauftest, genau. Oder ob es sich dann rausstellt, dass jemand ganz komische Ansichten zu bestimmten Themen hat und plötzlich auch anders über Frauen redet. Und das ist dann unangenehm. Und dann zum Beispiel so unter uns gestern die Frage, ab wann sagt man eigentlich, Alter, das geht nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und ich habe selber im Laufe der letzten 20, 25 Jahre wirklich zwei Freunde verloren. Im Sinne von, ich hatte dann keine Lust mehr, mich abends mit denen zu treffen, weil es immer komisch wurde und keinen Spaß gemacht hat und irgendwie eklig war. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass dadurch durch diese Aufschrei-Geschichte halt wie so ein, tatsächlich wie so ein Hashtag, so eine neue Diskussionslayer eingezogen werde, auf den immer wieder referiert wird sozusagen oder ja. rekurriert wird. Und es ist ja überhaupt nicht falsch, das Thema immer mal wieder irgendwie aufzunehmen, durchzuspielen. Ne? Na, ich bin mal gespannt. Ich wollte ja auch mal hierher einladen. Genau. Weißt du, worüber Corey reden wird? Ich habe keine Ahnung. Aber der ist ja insofern grandios, weil das ja jemand ist, der eine Stunde lang frei redet und zwar in einem Tempo, dass es wahrscheinlich, dass andere Leute dafür 3 Stunden bräuchten. Allein das ist beeindruckend und da muss man sich hinterher immer noch mal fragen, was hat er da eigentlich gesagt? Genau, weil es so beeindruckend in der Form ist. Aber er ist natürlich ein extrem kluger Kopf, der auch durchaus polemisch da eine Haltung einnimmt, auch in Sachen Urheberrechte und so. Er ist Autor, der sehr erfolgreich diese Schiene auch fährt, dass er sagt, hier, das Buch ist kostenlos, ihr könnt es aber auch kaufen und ihr könnt auch online dafür bezahlen, ihr könnt es als gedruckte Version kaufen, wenn ihr es übersetzen wollt, super, vielen Dank. Wahnsinnig spannend. Funktioniert nicht für alle von Anfang an, aber für ihn funktioniert das sehr gut und das ist natürlich spannend, darüber zu hören. Aber wo er nachher drüber reden wird, weiß ich nicht. Okay. Ich denke, das soll es gewesen sein als Blick ins Tagesprogramm. Wie immer könnt ihr die erste Bühne live im Videostream verfolgen auf der Republika-Webseite. Die anderen Vorträge, die meisten der anderen, findet ihr dann auch im Republika-Kanal beim YouTube. Und die Gespräche, die wir hier machen für die DCTP, heute auch wieder so gut 2 Hände voll, findet ihr bei der DCTP, bei der Republika-Seite und beim YouTube. Ja, bleibt dabei. Danke fürs Zuschauen bis hierher und bis später. Tschüss. Tschüss.